Hallo, hier ist Markus Herb. Heute möchte ich meine Lehrreihe über das Buch der Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testaments, fortsetzen. Heute geht es um das 7. Sendschreiben Jesu Christi an die Gemeinde in Laodicea. Und das ist voller geistlicher Prinzipien und Wahrheiten, wie wir sehen werden, die sehr wertvoll sind, dass wir durch die Endzeit kommen, bevor das Endgericht über alle Nationen kommt und der Antichrist seine Weltherrschaft aufrichtet. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 3 sagt Jesus: Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht. Das heißt, da liegt ein großer Segen darauf, dass wir uns mit dem Buch der Offenbarung befassen. Dieses Buch ist in sehr vielen Symbolen verfasst, die wir auch im ganzen Alten Testament, in der ganzen Bibel finden. Und die Bibel erklärt sich selbst. Darum ist es hilfreich, dass wir auch das Alte Testament kennen und verstehen, weil diese Symbolik zieht sich durch die Bibel. Und Jesus sagt, dass er 7 Sterne in seiner Hand hat. Das sind die 7 Gemeinden in Kleinasien. Das waren damals die einflussreichsten Gemeinden neben Jerusalem. Es gab 40 größere Gemeinden im ersten Jahrhundert und trotzdem schon hunderte weitere. Und diese 7 gehörten zu den einflussreichsten in Asien. Und dort erfahren wir, dass Jesus in den 7 Leuchtern, das sind die 7 Gemeinden der Offenbarung, umhergeht. Und das ist, was Jesus auch heute tut. Er sieht alle seine Gemeinden. Er betrachtet unsere Werke, auch unsere Schwachpunkte. Ich habe jetzt gerade vor kurzem etwas sehr Interessantes gehört, dass der 7-armige Leuchter, der im Tempel in Jerusalem stand, der 7 Arme hatte, von den Priestern jeden Morgen, jeden Tag gereinigt wurde. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier macht in Kapitel 2 und 3. Er kommt mit dem zweischneidigen Schwert der Wahrheit aus seinem Munde, um Lüge von Wahrheit zu trennen, um seine Gemeinde zu reinigen und sie zu korrigieren und zu stärken, weil er sie liebt. Und diese Worte haben Bedeutung auch für uns heute, weil wir mit den gleichen Finsternismächten und den gleichen Problemen in der Welt zu kämpfen haben. Erst einmal kurz, bevor ich den Text aus Offenbarung 3, 14 bis 22 vorlese, und dann werden wir ihn Vers für Vers durchgehen. Das wird eine sehr spannende Lehre, darum schau dir das Video bis zum Ende an, will ich etwas über die Geschichte und die Stadt Laodicea sagen. Sie war in einer Handelsstraße gelegen. Hier sehen wir, das ist Kleinasien, die heutige Türkei. Die Handelsstraße war Ephesus, die größte Gemeinde neben Jerusalem. Dann Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, wo Jesus sagt, ich werde dir eine Tür öffnen, die niemand schließen kann. Philadelphia war die Tür nach Osten, nach Assyrien, Babylonien. Und dann sehen wir die 7. Stadt Laodicea. Und das war eine außerordentlich reiche Stadt im Lykostal. Hier sehen wir, was von dieser Stadt immer noch übrig ist. Es war eine mächtige Handelsstadt mit Handelswegen in ganz Kleinasien. Sie hatte ein sehr gutes Bankensystem. Die meisten Städte hatten nur ein Theater, aber Laodicea hatte 2 große Theater, ja? Und sie hatten auch noch zusätzlich ein großes Stadion für zehntausende Besucher. Und sie hatten über 4500 Geschäfte. Also es war eine sehr reiche Stadt. Hier sehen wir eine der Hauptstraßen, die durch Laodicea führen. Und es war auch eine sehr okkulte Stadt. Sie war geweiht Zeus. Und dort waren große Tempel, wo Götzendienst betrieben wurde, auch sexuelle Unmoral, es gab Tempelprostituierte. Deswegen warnt Paulus immer wieder vor Götzendienst, dort nicht hinzugehen. Ja? Und dann sehen wir hier die Kirche in Laodicea. Es gab dort eine starke Gemeinde, die entstanden war und gewachsen war. Und Laodicea, obwohl sie eine so reiche Stadt war, hatte doch große Nöte, wie wir sehen werden. Sie hatten ein Wasserproblem. Und dieses Wasser haben sie bekommen von der Stadt Hierapolis, die etwa 10 Kilometer nördlich war von Laodicea und von Kolosse. Von Kolosse, das in den Bergen lag, kam kühles, kaltes Bergwasser. Und aus Hierapolis
Dort waren Pamukkales bekannt in der Türkei, in der Nähe von Hierapolis, waren heiße Quellen. Und Laodicea war so reich, dass sie als erste Stadt ein Kanalsystem baute von Hierapolis, um heißes Wasser zu kriegen, und von Kolosse, um kaltes Wasser zu kriegen. Die Ingenieure hatten also dieses Kanalsystem aus Ton gebaut, aber als das Wasser ankam, war das heiße Wasser lauwarm geworden und auch das kalte Wasser durch die Wärme der Umgebung ebenso lauwarm geworden. Und es gab dort Ablagerung durch die Wärme und Hitze der Region, so dass dort auch ein ekelhafter, lauwarmer Geschmack war. Und als das Wasser in Laodicea ankam und sie erwarteten warmes, therapeutisches, heißes Wasser, war es lauwarm, schmeckte fürchterlich und sie spuckten es aus. Und als das Wasser aus Kolosse kam, haben sie kühles, kaltes Wasser erwartet und auch es war lauwarm, sie spuckten es aus. Und das ist interessant, wenn wir hören, dass Jesus sagt, du bist lauwarm geworden zu der Gemeinde. Und du musst Buße tun, sonst speich dich aus meinem Munde aus. Also es ist faszinierend, wie Jesus dieses Gebild hier gebraucht, was jeder Laodicea verstanden hat. Diese Stadt hieß ursprünglich Diapolis und sie war Zeus geweiht. Und später hat Antiochus II. Sie zu Ehren seiner Frau, die Laodice hieß, in Laodicea umbenannt. Ich will jetzt einmal den Text lesen und dann gehen wir ihn schrittweise durch. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, sondern lauwarm. Ach, wenn du doch kalt oder heiß wärest, aber weil du lauwarm bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, ich brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Nacktheit, deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, damit deine Augen gesalbt werden, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also Jesus Christus schreibt hier den 7. Brief an den Engel der Gemeinde. Das Wort ist Angelos und wir haben schon in den Videos und den Briefen an die anderen Gemeinden festgestellt, dass es die Funktion ist, das Amt, Botschafter zu sein für die Gemeinde Jesu Christi. Und das ist der Pastor, der Botschafter. Das ist also kein Engel Gottes, sondern der Pastor ist wie ein Engel, der Botschaften von Gott empfängt und sie dann versteht und um Erkenntnis und Weisheit bittet, es auf sein eigenes Leben anwendet und dann die Gemeinde lehrt, damit sie Korrekturen vornimmt, wo es nötig ist. Also es ist der Pastor der Gemeinde in Laodicea. Ihm schreibe. Gemeinde ist das Wort Ekklesia. Das kommt ursprünglich aus Athen, aus Griechenland und meinte die regierende Versammlung einer Stadt. Das war sowohl in den griechischen Städten als auch nachher in römischen Städten gab es diese regierende Versammlung. Und dann gab es einen Ältestenrat von etwa 100, die Gesetze erließen, die gehörten auch zur Ekklesia. Und das ist das Wort, was der Heilige Geist ausgewählt hat für die Gemeinde Jesu Christi. Im Alten Bund, Alten Testament, kannte man nur die Synagogen, eine Versammlung. Und so hat Jesus Christus hier ein ganz neues Wort durch den Heiligen Geist ausgewählt und sagt damit, ihr als Gemeinde seid meine Regierung.
Gesetze durchzusetzen, mit mir zu herrschen, die Atmosphäre und Kultur in eurer Region zu verändern. Und jede Ekklesia hatte auch Keruxe, das sind Prediger. Und das ist genau, wie es in unserer Gemeinde heute ist, dass Jesus den fünffältigen Dienst aus Epheser 4,11 gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, um die Gemeinde, das ganze Wort Gottes zu lehren. Und jetzt sagt er, schreibe dieser Gemeinde in Laodicea, dies sagt der Amen. Und der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus sagt hier, ich bin der Amen. Das heißt so viel wie, ich bin die Wahrheit. Ich bin der, der ist und der die Wahrheit verkörpert. Der so ist es. Der wahrhaftige und treue Zeuge. Von einem Zeugen erwartete man Integrität und Wahrhaftigkeit. Und Jesus Christus selbst ist der vollkommene, wahrhaftige, treue Zeuge. Und er heißt der treue Zeuge, der vom Himmel auf die Erde kam, der uns gelehrt hat, wie Gott Vater ist, heiliger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der uns die Wege Gottes gelehrt hat in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, der uns den Weg in den Himmel gezeigt hat durch sein Opfer am Kreuz. Jesus, Gottes Sohn, hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und er sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Er ist der wahrhaftige Zeuge. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Also Jesus war am Anfang, am Ursprung des Universums, als Gott dabei. Als Gott sprach, es werde Licht und der Heilige Geist schwebt über den Wassern und Gott machte aus seinem Wort Himmel und Erde. Da war Jesus da, bei der Schöpfung Gottes, als Sohn Gottes. Er sagt in Vers 15 weiter, ich kenne deine Werke. Und das ist sehr ermutigend, aber auch etwas, was Furcht Gottes inspirieren sollte. Jesus sagt, ich habe deine Werke alle untersucht und geprüft. Erinnert, Jesus wandelt unter seinen Gemeinden durch die sieben Augen Gottes, die sieben Geister Gottes. Sieben ist Vollkommenheit. Er sieht alles, Gute und Schlechte. Und weil Jesus uns liebt, prüft er unsere Werke. Und so hat auch Jesus die Gemeinde Laodicea genau untersucht. Und er sagt, du bist weder kalt noch heiß. Und wie wir schon gehört haben, gab es dieses Kanalsystem, das aus Hierapolis heißes Wasser aus den warmen Quellen kommen sollte. Aber es kam lauwarm an, es war nicht heiß. Und das waren therapeutische, heilende Wasser. Und die kalten Wasser kamen aus Kolossea, etwa 14 Kilometer weit entfernt, südlich von Laodicea. Und auch diese Wasser waren nicht mehr kalt, sondern lauwarm. Und sie waren nicht mehr erfrischend, nicht mehr ein kühles, wundervolles Quellwasser, das in Laodicea so dringend benötigt wurde, sondern es war lauwarm und schmeckte nach gar nichts. Es war im Grunde nichts mehr wert. Ja? Dieses lauwarm heißt indifferent, neutral, nicht mehr wertvoll, nicht mehr effektiv, nicht mehr nützlich. Die heißen Wasser waren therapeutisch und heilsam, die kalten Wasser waren erfrischend und wohltuend. Und Jesus sagt, du bist weder heilsam, noch bist du erfrischend und wohltuend. Du bist lauwarm, du bist zu nichts mehr Nütze und darum werde ich dich, wenn du nicht Buße tust, dich änderst, ausspeien aus meinem Mund. Du bist lauwarmes, verdorbenes Wasser mit einem schrecklichen Geschmack geworden. Also das ist ein schockierendes Bild. Und dann sagt Jesus, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, aber nicht weißt, die Realität, die Wahrheit, dass du in Wahrheit elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, darum werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Also die Gemeinde sagte, wir sind reich geworden. Sie waren selbstgenügsam, selbstzentriert, selbstbezogen geworden. Kennen wir das? Sie hatten eine stolze Haltung. Wie gesagt, Laodicea war eine sehr, sehr reiche, extrem reiche, wohlhabende Stadt.
Sie gehörte zu den reichsten Städten der Antike. Und sie war neben Ephesus die reichste Stadt von Asien. Und auch die Gemeinde dort war anscheinend sehr reich geworden, materiell, finanziell. Aber sie waren zu ihrem eigenen Zentrum der Welt geworden. Sie waren genügsam und sie hatten großen Überfluss, unglaublichen Überfluss. Und jetzt sagten sie, wir brauchen nichts wirklich. Sie hatten also eine falsche, stolze Selbstzufriedenheit. In Lukas 12, 13 bis 21 sehen wir das Gleichnis vom reichen Toren. Und da sagt Jesus von dem reichen Toren, der sagt, ja, ich habe wunderbare Ernten gehabt. Mein Korn hat sich so vermehrt und ich habe so eine große Ernte. Ich will mir weitere Scheunen bauen, damit meine Seele Vorrat hat für viele Jahre. Ich mir, meiner mir. Und Jesus sagt, du reicher Tor, für wen hast du alles eingesammelt? Heute Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern und für wen hast du es dann eingesammelt? Also sehr oft, wenn wir denken, jemand ist reich, kann er in Gottes Augen ganz arm sein, weil wir wissen müssen, dass das, was Gott uns an Segnungen und Schätzen anvertraut, für den Bau von Gottes Reich dienen soll. Ja, der Apostel Paulus redet auch in 1. Timotheus 6 darüber, dass die Reichen Gott fürchten sollen und dass sie nicht auf diesen unsicheren Besitz bauen sollen und vertrauen sollen, sondern auf Gott. Und dass sie diese Schätze nutzen sollen, um Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen und dann wirklich Schätze im Himmel zu sammeln und nicht Schätze auf der Erde. Also das ist, was er hier sagt. In Jakobus 1,17 lesen wir, erkenne, jede gute Gabe kommt von Gott Vater. Wenn du gesegnet bist, finanziell, ja, mit materiellen Gütern, mit Beziehungen, geistlich, gesundheitlich, kommt all dies von Gott. Und das hat die Gemeinde in Laodicea vergessen. Sehr oft haben wir heute reiche Christen, reiche Unternehmen, auch reiche Kirchen, aber sehr oft sind sie geistlich bettelarm geworden und die Wahrheit des Evangeliums wird dort nicht mehr in Kraft und unter der Salbung des Heiligen Geistes gelehrt. Es ist nur noch eine äußere Frömmigkeit, wie in Laodicea. Sie sind äußerlich wohlhabend und reich, aber innerlich lauwarm geworden und haben keine Kraft und Liebe mehr, die Verlorenen und die Heiden, die Nichtchristen mit dem Evangelium zu erreichen. Und Jesus sagt, du bist elend und bemitleidenswert. Du bist arm, bettelarm. Elend heißt, du bist heruntergekommen. Du bist die Ärmste von allen. Du bist geistlich arm, blind und nackt. Jesus sagt das nicht, weil er sie verdammen will oder verurteilen oder verletzen, sondern aus Liebe, weil er sie aufwecken will, Buße zu tun und zu ihm zurückzukommen. Die Gemeinde hat sich entfernt. Sie ist lethargisch geworden durch den materiellen Überfluss. Und Jesus sagt, ich rate dir, komme zu mir und kaufe Gold. Reflektiere das einmal. Wenn Jesus zu dir oder deiner Gemeinde kommen würde heute, in welchem Zustand würde er dich finden? Würde er dich heiß finden, voller Liebe für Menschen, voller Liebe für ihn? Würde er dich erfrischend und kalt finden, also mit erfrischendem Wasser des Lebens, das andere bewässert und ermutigt? Oder würde er deinen Zustand als lauwarm, neutral, bedeutungslos auswerten? Wie sind die Werke und Dienste deiner Gemeinde gegenüber Armen, Schwachen, Notleidenden, denen, die noch nicht Jesus angenommen haben? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Und Jesus zeigt jetzt das Heilmittel ab Vers 18 auf. Er sagt, du brauchst Gold von mir. Interessant ist, dort waren 4500 Geschäfte und Läden in Laodicea. Und Laodicea war auch für Goldhandel berühmt. Aber dieses Gold, sagt Jesus, ist nicht das, was ihr wirklich braucht. In euren 4500 Läden findet ihr nirgendwo das Heilmittel für euren geistlichen Zustand. Das habe nur ich. Das ist Gold, das im Feuer geläutert und gereinigt ist.
Gold war das wertvollste Material in der antiken Welt. Jesus sagt also zur Gemeinde, ihr habt ein Problem mit Stolz, mit Selbstgenügsamkeit. Darum kommt zu mir, ich bin der Marktplatz der wahren Reichtümer. Ich habe alles, was ihr braucht, kostbares geistliches Gold, im Feuer gereinigt. Ich brenne den Müll und den Unsinn der Welt von dir weg. Ich reinige und stärke dich. Mein Verlangen ist, dass du nicht nur im natürlichen Überfluss hast, sondern dass du im geistlichen reich bist. Gott ist nicht gegen Reichtum und Wohlstand. In 5. Mose 8,18 lesen wir in den fünf Büchern Mose, Kapitel 8,18, 5. Mose, erinnere, dass es Gott ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit du nicht vergisst, dass der Herr, dein Gott, der ist, der dir alle Segnungen gegeben hat und du abfällst von Gott. Ja? Das ist die Gefahr beim Materialismus. Und dann sagt er, damit du reich wirst, geistlich reich, und ich will dir weiße Kleider der Gerechtigkeit, ja, geben, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar wird. Also, wenn wir nicht Buße tun, wenn sie nicht Buße tun, sagt er, wird eure Schande, eure geistliche Nacktheit, eure Armut allen offenbar werden. Und ich werde euch ausspucken und ihr werdet in eine Abwärtsspirale auch des Götzendienstes, der Sünden, der Dekadenz fallen. Das ist mit vielen Gemeinden passiert. Ich will nicht, sagt Jesus, dass du beschämt und entwürdigt wirst. Das sagt er zu dir und mir. Ich will, dass du bedenkst, dass du bedeckt wirst mit einem herrlichen Gewand der Gerechtigkeit. Und das ist, wofür wir einfach zu Jesus kommen. Dass wir sagen, Herr, gib mir das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer deiner Liebe zurück, der ersten Liebe. In Jesaja 54,4 lesen wir dasselbe. Gott sagt dort durch den Propheten Jesaja, Kapitel 54, du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Ich werde deine Sünden und vergangenen Taten auslöschen. Und meine Gnade wird niemals von dir weichen. Ja? Aber wir müssen zu Jesus zurückkommen. Jesus ist nie in Eile, die Sünden oder Schwachheiten einer Person oder einer Gemeinde öffentlich bloßzustellen. Sondern Jesus will in Liebe, mit Geduld kommen, um die Gemeinde und Christen zu reinigen von den Dingen, die sie zerstören und hindern, Frucht zu bringen. Und dann sagt Jesus, kaufe von mir Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Interessanterweise war die Gemeinde in Laodicea bekannt für Augensalbe. Sie hatten berühmte Augensalbe und auch Ohrsalbe, die in ganz Asien, der ganzen Welt vertrieben wurde. Aber Jesus sagt, er bezieht sich darauf, diese Augensalbe wird nicht dir Heilung geben für deinen geistlichen Zustand. Nimm von mir Augensalbe, damit du siehst, wie ich sehe, damit du Gottes Perspektive, meine Berufung, meinen Plan, meine geistliche Weisheit und Wahrheit wieder erkennen und sehen kannst. Und dann sagt Jesus also weiter, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist ein gewaltiges Wort. Dieses Wort überführen heißt aufdecken, ausfragen, wie vor Gericht, ja, ein Staatsanwalt, er fragt aus, und zum Zwecke der Überführung des Sünders und des Schuldigers, des Schuldners, das ist ein Bild eines Klägers, der vor Gericht einen Sünder befragt, damit das Fehlverhalten einer Person aufgedeckt und ans Licht gebracht wird. Also Jesus sagt hier, ich überführe alle, die ich liebe. Und das ist, was der Heilige Geist mit dir und mit mir und mit jeder seiner Gemeinden tun will. Damit wir wachsen und damit wir Erweckung erleben in dieser Endzeit. Und dann sagt er, ich züchtige. Das ist das griechische Wort paideio, wovon wir Pädagogik haben. Ich erziehe, lehre, trainiere alle, die ich liebe. Das ist das Bild, Kinder mit strenger Disziplin zu erziehen, um ihnen zu helfen, ihre Hausaufgaben zu machen, Ordnung zu schaffen, sich die Zähne zu putzen, ja, Sauberkeit, Ordnung, um ihnen zu helfen, reif zu werden und verantwortungsvolle Erwachsene
damit sie ihr volles Potenzial erreichen und entfalten. Also Jesus sagt, ich will dich züchtigen und erziehen in geistlicher Disziplin, damit du ein verantwortungsvoller, reifer Christ, reife Gemeinde wirst. Und dann sagt er weiter, sei nun eifrig und tue Buße. Dieses Wort eifrig heißt leidenschaftlich. Sei begeistert, leidenschaftlich, umzudenken. Dieses Wort Buße heißt Metanoia, Sinnesänderung. Verändere deine Gedanken. Tu Buße davon, dass du neutral und lauwarm und selbstzentriert geworden bist. Und kaufe von mir umsonst aus Gnade Gold, geistliches Gold im Feuer, damit du wahre Schätze hast, Augensalbe, damit deine Herzensaugen erleuchtet werden und du wieder zwischen wahr und falsch unterscheiden kannst. Sei eifrig, denke um. Buße bedeutet, dass wir auch die Früchte der Buße durch ein vollkommen verändertes Leben, Reden und Handeln hervorbringen. Buße, wenn sie echt ist, verändert unser Denken, unser Reden, unser Handeln, unseren ganzen Lebensstil. Es ist eine Transformation von innen nach außen. Wenn Jesus seine Gemeinde liebt, und das tut er, dann handelt er, wenn er Probleme sieht und greift ein. Und das ist, was wir sehen, was Jesus hier tut. Er kommt zur Gemeinde in Laodicea mit dem zweischneidigen Schwert, um ein Krebsgeschwür und Hindernisse zu entfernen. Und Jesus sitzt nicht am Rand und schaut einfach zu, wie stolz und ungehorsam in seinem Volk sind, sondern er kommt aus Liebe, er mischt sich ein. Das ist ein Beweis der Liebe Jesu. Amen. Diese 7 Briefe sind ein Beweis, dass Jesus seine Gemeinde liebt. Er kommt mit aufrichtiger Liebe und korrigiert und erzieht. Er überführt aus Liebe. Und Jesus kommt als Helfer und als unser guter Hirte. Jesus kommt durch den Heiligen Geist, der unser Helfer ist, um uns zu erziehen und zu lehren, damit der Gläubige sich von seinem Irrtum zurück auf den geistlichen Weg, auf den Weg des Lebens bewegt. Amen. Und unsere Reaktion, Schritt 1, muss immer Buße sein. Und dann wird der Herr uns 2 Schritte entgegenkommen. Und Jesus sagt in Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür oder vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist ein gewaltiges Wort, wo drin auch gewaltige Versprechen, Verheißungen sind von Jesus. Dieses Wort wird sehr oft von Evangelisten weltweit gebraucht, um eine Predigt für Menschen, die noch nicht im Glauben sind, zu halten, damit Nichtchristen sich bekehren. Dass der Evangelist sagt, ich stehe an deiner Herzentür und klopfe an. Und wenn du auftust, komme ich zu dir rein. Das ist wahr, dass Jesus das Nichtchristen gegenüber macht. Aber dieses Wort in der Offenbarung ist nicht für Nichtchristen, sondern für seine Gemeinde, für die Gemeinde in Laodicea. Also es ist bemerkenswert, Jesus sagt, ihr habt die Beziehung zu mir verloren. Meine Kirche in Laodicea hat mich ausgesperrt. Ich stehe draußen vor der Tür meiner Gemeinde. Stell dir das einmal vor. Für wie viele Gemeinden mag das gelten? In Deutschland, Schweiz, Österreich. Wo der Herr gar nicht mehr in seiner Gemeinde ist. Der Feind hat übernommen. Geist der Welt, Lüste, Begierden, Irrlehren von Dämonen, falsche Dinge. Ja? Frage dich einmal in deiner Stadt, in deiner Region, in unserem Land, bei wie vielen Gemeinden ist Jesus nicht mehr in einer intimen Beziehung zum Pastor, zu den Gemeindemitgliedern, ist draußen vor der Tür. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, also Jesus klopft an, das ist ein Wort beständigen, dringlichen Klopfens. Das heißt, Jesus klopft beständig,
Tag und Nacht ergeht dieses Klopfen an die Türen seiner Kirchen, seiner Gemeinden in allen Städten im deutschsprachigen Raum und weltweit. Und Jesus sagt, wer meine Stimme hört, das meint das Klopfen an der Tür. Das Klopfen Jesu an die Herzenstüren von dir und mir, von individuellen Christen. Hörst du dieses Klopfen? Frage dich das einmal. Hörst du dieses Klopfen? Vielleicht bist du Pastor, Ältester, ja, oder in einer christlichen Schule, einem christlichen Werk. Und das Werk ist abgewichen, die Organisation von Jesus. Hörst du dieses Klopfen? Jesus sagt, wer diese Stimme meines Klopfens hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und dieses Wort heißt im Griechischen, ich komme schnell hinein. Ich werde eilends die Gelegenheit nutzen. Wenn du die Tür öffnest, komme ich ganz schnell zu dir hinein. Ich komme dir entgegen, weil Jesus sagt, ich habe lange darauf gewartet, wieder in eine Segensbeziehung mit dir zu kommen. Und ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und dieses Wort mit ihm essen ist das Wort für Abendmahl, für Abendessen. Und das meinte ein mehrgängiges Abendessen in der Antike, im Osten. Und das war ein Essen nur unter intimen Freunden, unter Partnern und Freunden. Und Jesus sagt, ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und dieses Wort mit bedeutet, du kommst in eine Partnerschaft mit Jesus und er mit dir, seine Werke auf der Erde zu tun. Ja, wenn ich mit jemandem etwas tue, spricht das von Partnerschaft. Jesus sagt, ich werde gemeinsam mit dir essen. Ich komme in eine intime Freundschaftsbeziehung mit dir wieder und ich werde mit dir Gemeinschaft haben und mein Herz und meine Pläne, meine Weisheit, meine Offenbarung dir mitteilen. Halleluja, das ist wirklich gewaltig. Und dann sagt Jesus weiter, in Vers 21 kommt der Lohn für Überwinder. Gewaltig. Er sagt, wer überwindet, dem werde ich geben. Aktiv. Jesus sagt, ich werde der Gemeinde geben, meinen Söhnen und Töchtern geben, wenn sie überwinden, Lauheit, den Geist der Welt, ja, Materialismus, Geistesmammon. Wenn sie das in Demut überwinden und von mir geistlichen Reichtum und Schätze empfangen, dieses Wort ist Nikao, das steht für siegreiche Überwinder. Das wurde in Athletik, in Sport für Meister und Champions verwandt. Also wer überwindet? Und in 1. Johannes 5,4 lesen wir, unser Glaube an Jesus ist der Sieg, der die Welt und alle Finsternismächte überwindet. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wer überwindet, das ist eine Entscheidung, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater auf seinen Thron sitze. Das heißt, Jesus sagt hier wieder, du wirst mit mir gekrönt, mit mir eine Krone der Herrschaft empfangen. Mit mir wirst du in einer Position, die königlich ist, sitzen. Du wirst mit mir, dem König der Könige, gemeinsam regieren. Finsternismächte in deiner Stadt, in deiner Region binden. Das Reich der Himmel lösen, dass Gottes Wille auf der Erde geschieht wie im Himmel. Und du wirst erleben, dass Kranke gesund werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass ich mit dir stehe, wenn du das Evangelium predigst, dass Menschen zum Glauben an mich kommen und dass viel gute Frucht hervorkommt. Ich werde mein Reich, meine Königsherrschaft mit dir gemeinsam auf der Erde ausbreiten. Also das ist, was Jesus hier sagt. Jesus steht bereit an der Tür jeder Gemeinde, willig und fähig, in das Leben der Gemeinde zurückzukommen, in dein Leben zu kommen mit ganzer Kraft und Herrlichkeit, Verletzungen zu heilen, Wunden zu verbinden, ein enger Freund und Partner mit dir zu sein, dein Leben und deinen Dienst zu bauen. Jesus sagt in Matthäus 7, ja, er sagt dort, wer meine Stimme hört, ist der weise, kluge Mann, der sein Lebenshaus auf den Felsen gebaut hat. Und kein Sturm, kein Wind, keine Wassermasse, die zunehmen in der Endzeit, die Krisen und Stürme, kann dieses Haus zum Einsturz bringen. Denn es ist auf den Felsen Jesus Christus gebaut. Also wenn wir überwinden, ständig überwinden, dann haben wir
die Autorität Jesu Christi, mit ihm zusammen das Reich Gottes und Menschen und Gemeinden zu bauen. Dann schließt er mit dem Wort, Vers 22, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes, der Heilige Geist, den Gemeinden zu sagen hat. Das ist den Gemeinden weltweit. Der Heilige Geist hat Botschaften der Offenbarung der Kenntnis, Schlüssel, auch eine Arche zu bauen in der Endzeit, wie es Matthäus 25 sagt. Öl in den Gefäßen zu haben, wie die weisen Jungfrauen in Matthäus 25, 1 bis 9. Der Herr will diese Dinge der Offenbarung aller Bücher der Bibel dann denen lehren, die ein demütiges Ohr haben, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Herr will jeden Tag detailliert genau Dinge lehren, die wir brauchen für geistliche Gesundheit, um Heilung zu empfangen und um die Finsternismächte, Satan und alle Dämonen unter unseren Füßen zu halten. Amen. Also das ist das Wort Jesu Christi an die Gemeinde von Laodicea. Und schau auch meine anderen Videos an über die anderen 6 Gemeinden der Offenbarung. Es wird dich sehr, sehr segnen. Und bitte Gott um Weisheit, wo du kalt geworden bist und wo du lauwarm geworden bist. Und nimm dir jetzt eine Gebetszeit, das auf dein Leben anzuwenden. Lies noch einmal diesen Brief mit den Informationen und Lehre, die ich jetzt gegeben habe und sag, Herr, mach mich heiß. Komm in meine Herzenstür rein. Komm in unsere Gemeinde. Sei König über unsere Gemeinde. Und wir danken dir, Jesus, dass wir mit dir intime Gemeinschaft haben und du uns alle Dinge durch den Heiligen Geist lehrst, dass wir Erweckung erleben und Hunderte und Tausende Menschen gerettet werden in unserer Stadt. Gottes reichen Segen, und im nächsten Video geht es um den Thron Gottes, den der Apostel Johannes sieht, und dann beginnen die ganzen Endgerichte, 3x6 Gerichte über die ganze Menschheit, und ich werde dann darüber reden, wie die Toren des Thrones Gottes sich öffnen und was das bedeutet, dass dieser offene Thron im Himmel der Bereich ist, wo das Volk Gottes einzieht. Und das redet auch von Entrückung. Und wir werden darüber das nächste Mal reden, dass die Gemeinde Jesu Christi entrückt wird. Und darüber mehr, wenn wir über Offenbarung Kapitel 4 im nächsten Video reden. Es wird sehr, sehr spannend. Gottes reichen Segen.